Dein Statement war so scheiße. Selber scheiße. Guck mal! Ich bin ein Psychopath! Disclaimer. Für dieses Video wurden keine Katzen verletzt. Außerdem entstammen viele Sprechpassagen in Statements der vergangenen Monate. Diese wurden zurechtgecuttet und in einen neuen Kontext gesetzt. Dabei wollen wir weder jemandem etwas unterstellen, noch das Erlebte der Betroffenen relativieren. Das nervt. Hä, was macht denn der? Nudel, Nudel, Nudel. Ich liebe Nudeln. Nudeln sind großartig. Was ist das? Was ist neu? Frische Nudeln? So sehen Nudeln aus. Okay, gut. Ich frag gar nicht. Ist das scharf oder was ist das? Nein. Sicher? Alles ein bisschen weird hier. Ist ja egal. Hauptsache, Leute kaufen Stuff bei uns. Das ist das Wichtigste. Yo, Chefe. Guten Tag. Einmal die Nudeln sollen sein. Kann ich die Leute abscannen? Das sind 2,99. Tippe ich mal ein. Ups, habe ich mich vertippt. 54 Euro? Junge, das ist Inflation, wa? Das wird alle teurer hier gerade. Wie Arsch. So ist das Leben, wa? Großer? Ah, fuck, die Kreditkarte ist scheiße. Zahlung wird verarbeitet. Was hat nicht geklappt? Nochmal auf gut Glück? Ich probiere es noch einmal. Immer noch nicht? Soll ich es nochmal probieren? Ja, Bro. Noch einmal, gut. Bruder, einfach 3K, holy fuck. Ey, wann ist denn das mal fertig jetzt hier? Ich mag nicht mehr. Boah, diese Leute sind so dumm, das ist krass, wirklich, sehr dumm. Digga, das kann nicht sein, das ist nicht mein Sieber. Worum geht's? Es geht um Diffamierung. Es geht um Gaslighting. Ich weiß alles nicht, was das heißt. Anfang 2015 verstanden sich Simon und ich eigentlich noch ziemlich gut. Noch ungefähr zur selben Zeit lernte ich ein Mädchen kennen. Digga, ist da eine fette Spinne auf seinem Shirt? Nennen wir sie einfach Mara, alright? Das ist ein richtiges Viech. Ich war extrem verliebt in diese Frau, aber ab dem Moment, wo wir zusammenkamen, wurde es irgendwie weird. Guck mal hier, Rindsbratwürste mit dies und mit das. Ist doch geil. Da vorne haben wir einen ersten. Hallo, Anzeigenhauptmeister und Mattei. Polizvieh? Was für Polizvieh? Das Fahrzeug behindert andere Verkehrsteilnehmer. Was, wen behindert der denn? Kostet 70 Euro und einen Punkt. Wo denn? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts hier laufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Oder mit Fahrradhelm, Alter. Das sind mir die Liebsten, Alter. Richtig festgeschnürt am Nacken, Alter. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ist er Polizist oder warum kann der sich einloggen in der App? Macht er Ausbildung? Irgendwann schickt sie mir einfach über 10 Screenshots, wo sie schwarz auf weiß bestätigte, dass zwischen Mara und Simon tatsächlich etwas läuft. Da kommt Unge nicht gut bei weg, Alter. Das geht einfach nicht. Simon Unge war mein Kaiser. Ich wollte immer so sein wie er. Er schrieb, dass Mara sich das nur einbilden würde. Klar, im Nachhinein checkt man natürlich, dass es Gaslighting ist, aber in dem Moment wollte ich ihm glauben. Was ist Gaslighting? Ich hab's versucht rauszukriegen aus dem Kontext, aber ich kann's mir nicht zusammenbasteln. Ich wurde richtig depressiv. Ich schlief bis 17 Uhr oder einfach gar nicht. Meine Wohnung sah extrem scheiße aus. Ich war am Ende. Ist das schlimm, wenn man bis 17 Uhr pennt und die Wohnung extrem scheiße aussieht? Die letzte Nachricht von Simon Unge, die er mir geschickt hat, war ein grünes Herz. Ich habe keine Katze beworfen, gequält oder irgendwas. Ey, die ganzen Katzen versauen mir die ganzen Dramas. Einfach keine Katzen haben. Jeder, der einen Shitstorm kassiert, hat Katzen gequält. Oh mein Gott, Eli hat 2 Katzen. Manfred, jetzt wird's krachen. War das schon alles? Romatra hat, by the way, auch Katzen. Hallo? 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 Hören Sie mich? Was für eine Scheiße. Der fuckt mich schon ab, wie er seine Hand hebt. Können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt's Streitigkeiten, der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und der hätte gerne die Polizei dazu. Was ist Ihr Rang? Anzeigenhauptmeister und Mattei. Er nennt sich selber Anzeigenhauptmeister. Mach dich ab, du Vogel. Gib eine Anzeige. Ja, das hoffe ich mal nicht. Ich habe ein unglaubliches Bedürfnis, den übertrieben wegzubeleidigen, aber der zeigt mich dann an. Ist das krass. Jetzt haben wir alles für deine Hühnerbrühe. Heute Abend werden wir dich richtig schön bekochen. Hättest du nicht auch mal wieder Bock, die Sau rauszulassen? Klar, Oma. Aber bringst du den Einkaufswagen weg? Auf jeden. Aber check erstmal, bitte. Hä? Wo? Was machst du da hinten? Und? Hast du das gefilmt? Oma, seit wann bist du so? Locker bleiben, Partner. Ich hab ja doch meinen Muntermacher auf dem Uli. Du darfst doch überhaupt keinen Zucker mehr trinken. Keine Sorge. Der ist zuckerfrei und fetzt trotzdem. Yeah! Vielleicht war das erstmal genug.
Du, halber Meter, hast ja nichts zu melden. Aber wenn ihr auch so lit sein wollt wie Icke, dann zieht euch Holi. Ich kann euch das Starter-Set empfehlen. Da drin habt ihr auch Strawberry Shark. Den feier ich mies. Mit dem Rabattcode FRESHTAGS5 bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Heilige Scheiße! Das heißt Holi. Ich habe mich schon immer gefragt, wie schwer ist das eigentlich, irgendwo einzubrechen? Deswegen mache ich das Selbstexperiment und probiere es aus. Auf YouTube gibt es ja Tutorials für alles, also bestimmt auch dafür. Tür aufmachen ohne Schlüssel. Tutorial how to be a gangster. Das sieht in den Videos zumindest gar nicht so schwer aus. Ich teste das Ganze jetzt einfach an einer Bürotür. Kann doch nicht so schwer sein. Was ist hier los? Okay, zweiter Versuch. Irgendwie will das alles nicht. Boah, das ist auf jeden Fall schwerer, als ich gedacht habe. Ich bin jetzt hier aufgewacht. Was ist passiert? Ich bin jetzt mit einem echten Einbrecher verabredet. Es war echt nicht leicht, jemanden zu finden, der offen vor der Kamera spricht. Und wie ihr euch denken könnt, möchte er nicht erkannt werden. Ja, Leute, Doppelpiece. Wie viele Einbrüche hast du in deinem Leben schon gemacht? 159. Was für Werkzeug hast du dann benutzt? Eine Gurke, naja, ein Messer, eine Gabel. Das sind Gegenstände, die man natürlich braucht. Du kannst dann wahrscheinlich auch gut einbrechen, oder? Ja, klar. Cool. Ja, dann zeig mir mal. Ich bin gespannt. Da benutzt ihr dieses Messer. Ich würde euch die rechte Hand empfehlen, je nachdem, welche Hand ihr benutzt zum Wichsen. Ach, das war jetzt nur Spaß gewesen, keine Ahnung. Dann macht man hier so, setzt hier so an. Brauchen dringend Unterstützung. Mann, wie macht man denn die auf? Sag mal. Was ist denn das hier für eine Verarsche, Alter? Oh. Mein erster Einbruch. So. Boah, krass. Das hat funktioniert. Was soll denn das hier? Mist. Das ist natürlich ungünstig für Sie, ne? Ich sag nur so viel, dass ich die Erlaubnis dazu hatte, das zu machen. Und dann noch frech sein ist natürlich schwierig dann, ne? So eine bin ich nicht. Doch. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen, Sir? Kaufen Sie Toast, Sir? Stopp! Ich bin Polizei! Hallo, gnädigste Frau. Ein Nudelbrot gefällig. Ah, was für ein Tag. Als Gaslighting wird an der Psychologie eine Form von psychischer Manipulation bezeichnet, mit der Opfer gezielt beeinträchtigt werden. Crazy. Hey, komm mal zu mir. Zu dem Iblali-Thema. Die Sache ist, noch weiß ja niemand, wer sagt die Wahrheit, wer lügt. Ne? Simon war immer sehr lieb. Ja, also Sachen wurden total verdreht und falsch dargestellt. Simon Unge hat die Alte von Iblali geballert und ist danach mit seinem Longboard nach Hause gefahren. Seems legit, Mr. Psychologe, Alter. Wie die verschiedenen Häuser da gegeneinander kämpfen, Mann, das ist krasser als Game of Thrones. Victor hat viel so Psychoterror gemacht gegenüber Mara damals. Ist Mara eine Influencerin? Ja. Lena Vanille. Ah, das ist crazy. Wenn es so weitergeht, in 2 Wochen Paluten dran. Was? Kauft Paluten da etwa ein Nestle-Produkt? Au. Oh. Uwu, ich bin Ungo und hat's echt keiner gemerkt. Was? Jo, komplett peinlo. Scheiße, das ist krass. Aufstehen. Ich muss sagen, was abgeht. Ich habe mir einen zweiten Twitter-Account gemacht. Der hieß Lurk Girly. Ich hatte mit Lurk Girly eine Online-Beziehung, hä? Boah, das ist ja richtig krass. Was ist das für eine Psychose? Ich hatte eh Sex mit Lurk Girly. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, nur halt krass peinlich.